Seit Dezember 2021 zaubert Harry Potter in Hamburg. Potter, Sie schon wieder! Ein 6,5-stündiger Theatermarathon, der jetzt um die Hälfte gekürzt werden soll. Vincent Lang ist von Anfang an dabei. Let's go! Let's go! Let's go! Wohin? Warm-up. Hardy Punzel gehört seit 4 Monaten dazu. Also im Prinzip machen es die Leute zum Zuhause. Du hast ja halt die ganze Zeit eine große Gruppe. Das ist fantastisch. Also ja, gute Leute um einen herum. Ist immer ein bisschen wie zu Hause. Jeden Tag trainieren die 47 Darsteller. Yoga, Kraftsport oder Tanz. Je nachdem, welches Ensemblemitglied gerade das Kommando hat. Fitness ist wichtig, besonders für Vincent. Er spielt die Hauptrolle und kommt während der Show kaum runter von der Bühne. Mega gut, zusammen Sport zu machen und sich auszupowern. Und so an die Grenze kommen ist, glaube ich, immer für den Kopf sehr gut vor der Show. Ihr setzt ein auf M und summt eure eigene Melodie irgendwo hier drin. Hardy, Pianist und Komponist, übernimmt heute das Stimmtraining. Kommt langsam zum Stehen. Gemeinsames Ritual, eine Stunde vom ersten Vorhang. Sehr schön. Noch kennt Vincent seinen Spielpartner Hardy nur aus dem Theater. Das Ensemble wurde deutschlandweit gecastet. Auf der Bühne spielen sie beste Freunde. Hardy spielt sehr viel mehr ein Nerd, was ich auch einen ganz guten Zugang finde, weil ich auch in meiner Schulzeit immer mit Nerds befreundet war. Und nicht so mit den. Also ich wurde nicht gemobbt und ich war auch kein Nerd, ich war ziemlich schlecht in der Schule. Oder ich hatte zumindest nicht so viel Lust darauf. Aber ich habe immer die Schlauen bewundert und dachte so, ah, okay, bei denen, also mit denen hatte ich immer am meisten Spaß. So, bis gleich. Das macht einfach einen Unterschied. Plötzlich ist man wer anders. Mhm. Also, das würde ich ja nie als Privatperson anziehen. Slytherin, Sportanzug. Gehört jetzt nicht zu meinem normalen Klamotte. Kurz vor der Vorstellung. 8 Mitarbeiterinnen kümmern sich um Maske und Perücken. Der erste Schritt in die Verwandlung für Hardy. 100 Perücken kommen in dem Stück zum Einsatz. Wenn die Perücke dann kommt, das ist meistens der Moment. Jetzt bin ich noch Hardy mit einer komischen Mütze auf. Aber gleich ist es soweit. Und damit wird Hardy zu Scorpius, dem Zauberschüler. Anfang Januar dann die letzten Aufführungen der zweiteiligen Version. In den Hauptrollen die Kinder von Harry und seinem Erzfeind. Und du weißt genauso gut wie ich, dass ich verkacke, wenn du nicht dabei bist. Komm! Zodwar Selele ist neu im Ensemble. Ich bin kein Morgenmensch, muss ich gestehen. Das heißt, die Vormittagsproben sind für mich immer ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich stehe viel, viel früher auf, als ich eigentlich müsste, damit ich dann zur Probe fit und wach bin. Oh Gott, das dreckige Auto. Sie spielte Hauptrollen in Musicals und sie ist Sängerin. Ich muss auch noch mal einen Stopp machen. Das mache ich natürlich immer wegen Staus. In diesem Stück wird sie nur sprechen.
Und das heißt ja nicht, dass ich gar nicht singe in der ganzen Zeit. Ich habe natürlich noch Konzerte. Aber ich freue mich so sehr drauf. Das ist, ich glaube, als Nichtsänger kann man das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Aber morgens aufzuwachen und nicht die Stimme zu checken. Kein, ah, jetzt alles in Ordnung. Das ist so entspannt. Sotwa ist schon ewig Harry Potter Fan. Ihr Talisman, eine Figur aus den Geschichten. Der Elf fährt immer mit. Ich habe den als Glücksbringer bekommen von der lieben Bekannten. Die hat den gehäkelt für mich. Und da wusste sie gar nicht, dass ich im Finale war für Harry Potter. Deswegen sage ich, versuche mich jetzt schon zurückzuhalten. Ich bin nicht alleine mit meinem Gefluche. Ich habe etwas Tourette, wenn ich Auto fahre. Das Theater ist in einer der denkmalgeschützten Deichtorhallen. 2019 wurde am Blumengroßmarkt extra für Harry Potter umgebaut. Sotwas Arbeitstag beginnt in der Kostümabteilung. Anprobe für ihre Rolle als Zaubereiministerin. Guten Morgen, Anina. Hallo. Hallo. Grüße. Schön, dich zu sehen. Guten Morgen. Wollen wir gerade rübergehen? Ja, gerne. Oh mein. Ja. Kostüm. Ja. Das ist ein Basic-Kostüm. Das hast du fast die ganze Zeit in der Show an. Genau. In, alles in lila. Ich weiß, Violet. Auch wie meine Haare. Ja, genau. Passt gut. Ja. Sehr gut. Siehst du mal, hier sind noch die anderen Kostüme. Ah ja, super. Schöner Ledermantel. Wahnsinn. Der ist richtig schwer. Ja, ja. Als wir letztes Mal gefittet haben, war es ja irgendwie nur so ein sehr weicher Stoff eigentlich auch. Ja, ne? Der wird nachher ja hergestellt. Wenn, nach der Anprobe. Das ist nicht meiner aber, ne? Nee, das ist nicht deiner, aber damit du mal das Gefühl kriegst, wie schwer ich das mal ist. Ich mach mal kurz die Brille ab. Da ist ja noch Gedöns dran und so. Allein für Sotwa werden 3 komplette Outfits maßgeschneidert. Sie spielt die weibliche Hauptrolle. Das ist schon sehr cool. Oh, ich freue mich so. Es sind alles die gleichen Kostüme, das ist das Design, wo vor 8 Jahren Katrina Lindsay designt hat. Und das ist auch auf der ganzen Welt gleich. Es wird natürlich angepasst an den Körper der Darstellerin, aber das Design an sich ist immer das gleiche. Genau. Und der hat... Hat der keine Schlitze? Erstmal um Hals oben. Ja. Dann machen wir das hier zu. Der hat keine Ärmel, der hat nur Schlitze. Und jetzt kannst du die da finden, wenn du mit den Armen... Genau. Mhm. Hier auch. Ja. Genau, und du siehst schon, er ist viel zu lang. Ja. Das Stück wird in London, New York, Melbourne und Tokio gezeigt. In Deutschland ist Hamburg der einzige Spielort. Also ich erinnere dieses Hemd, was für Harry ist. Jetzt gerade von einem normalen Hemd auf eins, was für Schnellumzüge geeignet ist. Das bekommt quasi hier überall Klettverschlüsse hin, damit das zwischen den Zähnen auf der Seitenbühne ganz schnell gegen ein anderes ausgetauscht werden kann. Angefertigt werden alle 560 Kostüme ausschließlich in London. Das ist eine Katastrophe. Oh, schön. Sag mal, werden die Sachen immer noch gestrickt von diesen Ladies, wie heißen die, sind so im Verein, ne, in England? Ja, genau. Das sind so ältere Damen, die da stricken für uns. Wir hatten nämlich letzte Woche ein Video gesehen, wo uns die Kostüme vorgestellt wurden und das Design. Und die Designerin hat eben erzählt, dass es eigentlich so ein Club ist, den sie zufällig entdeckt haben. Ich habe vergessen, für was genau die gestrickt haben ursprünglich. Und dann haben sie die eben gefragt. Und die stricken weltweit alle Schals und Mützen, ne? Genau, in den Häuserfarben. In den Häuserfarben. Oh, wie schön. Hey, Lisa. Hi, Verena. Hi, hallo. Grüß dich. Ich setze mich. Setz dich bitte. Dankeschön. Danke. Als Zaubereiministerin Hermine bekommt Sotwa nur ein dezentes Make-up. Ich wollte Hermine spielen, weil es mir ganz wichtig war. Und ich fand es toll, dass diese Rolle besetzt wird mit einer Person of Color. Also einer Person mit meiner Hautfarbe. Wenn ich dich damit berühre und dich abholen kann, dann bin ich die richtige Person dafür. Nicht, weil ich die falsche Hautfarbe habe oder die richtige Hautfarbe habe oder weil wir das jetzt so besetzen müssen, damit wir politisch korrekt sind, sondern einfach, weil es passt. In ihrer Rolle ist Sotwa auch eine Streberin. Aber als Streberin an sich gibt es ja eigentlich auch wenig. Was heißt denn, das Streber lachen nicht? Also sag mal. Ich war früher auch ein Streber, aber trotzdem immer gelacht und trotzdem wirklich? Ärger bekommen. Ja. Also nicht, dass ich jetzt... Du warst ein Streber.
Stellproben für die neue gekürzte Version. Movement Director Nunu Silva wurde extra aus London eingeflogen. Er ist für Choreografie und Körpersprache zuständig. Wie alle anderen spricht Sotwa fließend Englisch, denn das Kreativteam ist international. Hermine, say the first line. Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind, Potter. You stand up and go to this position. Kind of refer back to Albus. Es wird nicht früher, Potter. When she's halfway, you're gonna. Auch Regisseur Pip Minnethorpe kommt aus London. Er ist verantwortlich dafür, dass die neue Version genau so umgesetzt wird, wie sie in New York bereits auf der Bühne ist. Good. Für Sie immer noch Professor Granger Potter. Und seine was soll ich sein? Unfug, Blödsinn, Blödfug, blödsinnigen Unsinn, redet er. So, so, Mr. Weasley. Tja, Ihr Unterricht wartet. Schön, dich wiederzusehen, Hermine. Yeah, nice. I love that. Tja. Tja. Seit über einem Jahr spielt Vincent jetzt die Hauptrolle, den Sohn von Harry Potter. Also verändert hat sich für mich vor allem, dass ich so aufpassen muss, dass ich nicht zu viel mache und immer versuche, neue Sachen rein zu interpretieren und zu sagen so, oh, aber so kann man das ja auch lesen. Und dann irgendwie plötzlich ist das so ein Hampelmann oder so, sondern eher versuchen, das immer noch minimalistisch zu halten, weil den Inhalt habe ich zwar schon 300 Mal im Kopf gehört, aber die Zuschauer ja noch nicht. Vincent hat Schauspiel studiert und wurde 2019 direkt nach Abschluss seines Studiums für die Rolle des Albus Potter in Hamburg engagiert. Dadurch, dass ich in der Schule nie das Gefühl hatte, dass mich irgendwas interessiert, bis ich eigentlich so Theater entdeckt habe und so Impro-Theater, wo ich das Gefühl hatte, das erste Mal in meinem Leben, dass ich so meine Emotionen kanalisieren kann und rauslassen kann, auf eine Art, wie ich das vorher noch nicht konnte. Und das hat mir die Anerkennung gegeben, insofern, dass die Leute mich gesehen haben, so wie ich auch gesehen werden will. So einfach als sensibles Wesen. Ja, ja, genau. Zaubertraining. Aber wie die Magie wirklich funktioniert, darf die Kamera nicht zeigen. Okay. Dann gibt Harry dir die Note, ne? Die Hogsmeade-Note. Dann zercrunch ich die. Mhm, genau. Okay, ich guck's dir erstmal nochmal an. Was ist das? Oh, ich hasse das. Ich hasse Hogsmeade. Genau, dann guckst du drauf. Weil ich weiß, dass da lauter Hogwarts-Schüler sind. Genau, da hast du ihn einfach cool. Ich könnte die ja verschwinden lassen. Genau. Guckst, dass auch möglichst viele andere Students zuschauen. Und dann. Incendio! Genau, super. Achte darauf, dass das Timing gleich ist, ne? Incendio, dass sie wirklich in dem Moment verschwindet mit dem Zauberspruch. Okay. Incendio, ne? Dass das gleich Incendio. Ist. Incendio! Kann so blöd sein. Komisch, ich hätte gar nicht erwartet, dass es klappt. Normal fahre ich ins Zendium. Genau. Und dann zeigst du den Zauberstab von der anderen Seite auch. Genau, weil da ist nichts dran. Ja. Genau. Weil Leute denken so, hey, wo kommt das Feuer her? Ne? Magic. Genau. Das ist nur Magic. Ja? Super, das ist es. Sehr gut. Super. Das soll man ja immer gar nicht sagen. Gut gemacht. Danke. Soll ich auf Salamanderblut und dann loslassen? Salamanderblut rein. Rein. Okay. Ja, und ganz richtig in die Tasche greifen. Okay. Ja, richtig reingehen. Und ein bisschen Salamanderblut. Okay. Okay? Ready when you are. Alles klar. Du hast die Zauberkraft. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Und ein bisschen Salamanderblut. Puh. Oh. Ich habe echt was ins Gesicht bekommen. Als Zauberer kennt Julian Button das Bühnengeschäft. Die Schauspieler haben natürlich den Vorteil, dass sie ein räumliches Denken ganz gut haben und so weiter und sich gut in Dinge reinversetzen können. Die Schwierigkeit, die ich allerdings habe, ist, dass sie das ja nicht wie einen Zaubertrick vorführen, denn sie sind ja echte Zauberer. Und das macht es halt so ein bisschen schwieriger, dass es passiert alles beiläufig, was sie machen. Wir Zauberer stehen auf der Bühne und sagen Hokus Pokus Fidibus und das passiert was. Aber bei Harry Potter machen die es einfach beiläufig. Die brauchen einen Gegenstand und zack, haben sie sich den hergezaubert. Das ist eine ganz andere Art Herangehensweise an so einen Zaubertrick.
6 Wochen bis zur Premiere. Der Text wird zuerst am Tisch geprobt. Jedes Wort ist festgelegt. Leichten, brutalen, fischigen Nachgeschmack. Yeah, but we don't need to be that long. Just, okay, so 3, 2, 1. Nein, das ist gut. Das ist weniger gut. Was? Es war deine Idee, dass ich Harry bin und du Ron. Und ich will noch ein bisschen Spaß haben, bevor... Oh, das Zeug ist wirklich widerlich. Wir sollten los. Gott, willkommen, Ron Weasley. Lovely. Jungs und Mädels, ich präsentiere euch das Sensationelle, das Sagenumwobene, das einmalig und einzigartige Trimagische Turnier! Große Ausnahme. Zeit für ein Treffen. Heute ist ein bisschen ein crazy Tag, weil ich das Gefühl habe, ich werde nur von A nach B geschoben. Aber das Highlight ist für mich tatsächlich, mit euch zu proben. Es ist eine sehr spannende Zeit, weil zum einen, weil ihr umlernt und es für euch was Neues ist. Für uns ist es was Neues und ich glaube, gemeinsam wird das ein Riesendings werden. Es wird schon eine andere Show. Also es ist schon nicht das Alte. Und deswegen denke ich so, okay, ich meine auch bei den Proben, denke ich so, okay, Reset und alles auf neu und alles auf Anfang. Und das wird cool. Also ich bin auch echt, die ganzen neuen Leute sind so cool und wir sind alle schon so eine Family. Also ich glaube, auf ein Ding kann man sich hier wirklich verlassen, das ist halt das Ensemble. Ja. Für Sotwa geht es jetzt ums Timing. Wo muss ich hin? Was sind die Safety-Sachen? Wo muss ich aufpassen? Was sind meine Absprachen mit meinen Spielpartnern? Wenn das einmal festgelegt ist, dann kommt Intuition. Dann kommt alles vom Bauch. Ich bin auch jemand, der sehr im Moment ist. Selbst wenn irgendwas Unerwartetes passiert, reagiere ich sofort darauf. Also ich verlasse mich zu 100% auf meine Intuition. Viele Szenen müssen in Bewegung geprobt werden. Frau Minister? Ja, ja, wägen wir Sie gemeinsam ab. Das Büro der Zaubereiministerin höchstpersönlich? Harry, wir müssen darüber reden. Es gibt nichts zu bewegen. Oh nein! That is happening now twice as much, because all of that still exists in our one-part play. Die Magie, die Choreografie, alles ist immer noch da, sagt Pip. Auch im Einteiler. Wir sichern jetzt ab, dass das Publikum das ganze Paket bekommt und müssen deswegen viel schneller werden. Illusions and the lighting. So we are making sure the audience get the maximum bang for their buck, as it were. Okay, Versteck, Versteck. Kein Versteck. Kann jemand einen Unsichtbarkeitszauber? Gehen wir in Ihr Büro. Da will sie doch hin. Sonst gibt es aber nicht. Tschüss, aus dem Weg. Leute, Frank in der Schule. Hallo, Omora. Albus. Oh, Chipboard. Yes! Sotwa hat ein Diplom als Musical-Darstellerin in der Tasche und spielt seit 20 Jahren auf Deutschlands großen Musical-Bühnen. Meist in Hauptrollen, oft auch in Hamburg. Feierabend nach 8,5 Stunden im Probenraum. Ich bin jetzt schon müde. Wir sind am Ende des Tages. Und die Proben sind gut, aber intensiver. Wir haben zum Beispiel heute 13 Szenen gemacht, relativ schnell. Und das ist meine erste Probe mit allen. Das heißt, also es ist nicht, dass ich so viel Zeit so richtig, da richtig reinzusteigen. Das heißt, ich muss sehr schnell sein. Für die anderen ist das nochmal anders, weil die natürlich das Stück schon kennen und spielen. Ciao, ciao. Seit 2 Jahren wohnt Vincent in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof. Viel Zeit für Privates bleibt ihm nicht. Aber jetzt hat er sich mit seinem Kollegen Hardy verabredet. Ja, ich würde sagen, wir sind immer noch in der Kennenlernphase, weil wir halt jetzt auch so von 0 auf 100 so viel Zeit zusammen in der Garderobe verbringen und lernen uns schon sehr zu lieben. Wir mögen beide gute Musik. Also wir haben das gleiche Verständnis von gut, was Musik angeht. Das ist ganz gut. Ja, das war auch das Erste, was wir uns geholt haben, eine Soundbox. Und jetzt hören wir mal laut Musik bei uns und stressen das ganze Theater. Vincent kam aus Frankfurt nach Hamburg.
Hadi hat in München studiert und gelebt. Hello. Wie geht's? Ganz gut, ich habe ein bisschen genappt gerade. Ja. Ja, ich musste heute Morgen noch zum Bürgeramt mich endlich mal ummelden. Das hast du jetzt gemacht? Das immer noch nicht gemacht, ja. Ich muss auch noch ein bisschen Gebühr zahlen. No way. Ja, bist, oh Gott, das sind 12 Euro. Ja, voll. Ja, ich wusste nicht, dass es hier kostet. Ach so, immer, ja. Aduell. Aber keine Strafe. Das ist top. Naja, ein bisschen Strafe. Echt? Shit. Aber nur ein bisschen. Nee, da muss ich übelst früh aufstehen heute. Krass. Dann lass dir mal schmecken. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Danke. Danke dir. Zusammenarbeit mit Vincent ist, es ist das A und O, ne? Also, wir hängen den ganzen Tag zusammen rum. Also, wir sehen uns, keine Ahnung, 12:30 das erste Mal und verabschieden uns kurz vor 12, so gefühlt. Wir fahren jetzt immer zusammen nach Hause, das ist wichtig. Ich habe kaum Szenen mit anderen in diesem Stück als mit Vincent. Und dann ging das los. Ich meinte so, da kennst du den YouTube-Kanal schon? Und er meinte so, nee. Obwohl die beiden in ihrem Job ganze Tage zusammen verbringen, um wirklich miteinander reden zu können, treffen sie sich privat. Wir haben auch wenig Pausen während des Stücks und die anderen finden sich in den Pausen immer, während wir dann mit Umziehen beschäftigt sind und Kostüme neu ordnen und nochmal Mikros wechseln und nochmal die Perücke neu machen und sowas. Man hängt schon viel rum zusammen, ne? Hey, vielen Dank, ne? Bis bald. Ciao. Mach's gut. Vielen Dank euch, viel Spaß weiterhin. Danke. Ciao, ciao. Es ist schon wieder dunkel. Krass. Let's go. Let's go. Let's fetz. Lass uns Theater spielen. Sordwa verbringt ihre private Zeit gern im Michel. Für mich ist mein Glaube wie Atmen. Das ist, gehört dazu. Und es ist Teil von mir. Das ist, was mir Kraft gibt und mich immer begleitet. Und seitdem ich denken kann, wirklich. Meine komplette Zeit in Hamburg, ob es die Ausbildung war oder wenn ich für Produktion hier war, bin ich sehr oft hier gewesen. Auch wenn ich mich irgendwo hinten in die Ecke setze, ob Gottesdienst ist oder nicht. Aber das ist eine Kirche, an die ich ganz oft denke. Ich habe immer mal gesagt, okay, sollte ich jemals heiraten, dann heirate ich in Michel. Also es ist für mich ein sehr besonderer Ort. Ja. Vier Wochen keine Vorstellungen. Im Meertheater dreht sich alles um das neue gekürzte Stück. Nach 2 Wochen im Probenraum geht es für die Schauspieler endlich auf die Bühne. In Kostüm, Maske und mit Perücke. Ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe, weil das einfach praktischer war mit der Perücke. Und in der Show, ohne jetzt zu viel zu verraten, haben wir eine Illusion mit Wasser. Und mit langen Haaren ist es schwierig, die trocken zu kriegen. Auch Markus Schöttl, alias Harry Potter, bereitet sich vor. Seit 3 Jahren spielt er zusammen mit Vincent. Grundsätzlich ist es in unserem Probenablauf oft schwierig, private Momente überhaupt zu schaffen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man dann privat reden kann, dass das immer auch sich positiv auf das Zusammenspiel auf der Bühne auswirkt. Sordwa musste lange warten. 3 verschiedene handgefertigte Perücken trägt sie auf der Bühne. Jetzt ist die erste endlich da. Eine kleine persönliche Premiere für sie und ein wichtiger Schritt in ihrer Rolle als Zaubereiministerin Hermine. Good. Yes. Du fängst einfach an, wenn das Make-up schon angelegt wird, dass ich schon einsteige. Und in Charakter, wie es ist, Teil des Umswitchens schon. Und was sehr spannend ist, ich habe die jetzt das erste Mal so gestylt auch. I love it, it's so cute! Yes! 4 Wochen vor der Premiere geht es um das Zusammenspiel von Bühnentechnik und Schauspiel. Du wirst in Hogwarts deinen Weg machen, Albus. Das verspreche ich dir. So, und wenn du nicht willst, dass dieser Zug ohne dich abfährt, dann solltest du jetzt einsteigen. Rose, vergiss nicht, Neville einen dicken Schwatz zu geben. Mom, ich kann noch keinen Lehrer küssen. Ew. Also dann, tschüss.
Einzelne Szenen werden wiederholt, aber vor allem die Umbauten müssen einstudiert werden. Kurze Pause für Vincent und Hardy. Achtung, es geht gleich los. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind wir gleich beim Viadukt. Und von da ist es zu groß. Alle Szenen werden noch ohne Pyrotechnik durchgespielt. Herbes! Moliara! Mit Pausen probt das Team bis in den späten Abend. Ist klar, schon beim Beschaffen des Zeitumkehrers setzt ihr euer Leben aufs Spiel. Dazu sind wir bereit. Ach ja? Hoffentlich habt ihr das Zeug dazu. Wir halten an. Vincent wird das Ensemble im Sommer verlassen, weil er neue Bühnen erobern will. Die Zusammenkürzung des Stücks auf 3,5 Stunden erlebt er mit gemischten Gefühlen. Also es gab auf jeden Fall Zeiten, wo wir gespielt haben, so bei der 200. Vorstellung oder sowas. Also der Gedanke kommt natürlich schon irgendwann so, jetzt schon wieder dieser Satz, aber während man es spricht, ist dann wieder... nicht so schlimm. Und jetzt ist die Abwechslung ganz gut. Ein neuer Input durch die Proben, das tut echt mega gut. Also weil einfach jetzt auch ein bisschen in der Regie mit uns gearbeitet wird und sich die Rolle auch ein bisschen verändert. Ich denke so, es ist einfach ein neues Stück und darauf freue ich mich sehr. Maske, Bühnenbau, Technik. 250 Kolleginnen arbeiten hier und jeder kennt jeden. Die Tassen sind ein bisschen zu klein für einen doppelten Espresso. Ich bin voll übergelaufen. Andererseits genau die richtige Größe. Und die ist? Es ist viel Arbeit. Yeah. Es geht ganz gut. Es tut auch viel weh. Also ich merke so, ja, weil natürlich fallen Texte weg. Es tut schon weh. Aber es passt auch zu Elvis, weil ja, er hat viel Schmerz. Auch in der neuen Version auch immer mehr. Zehn Tage vor der Premiere. Generalprobe. Zum ersten Mal zeigen die Schauspieler das gekürzte Stück vor Zuschauern. Eingeladen sind Harry Potter Fangruppen. Warum nicht? Endlich mal eine Charakterrolle. Ruhe! Ruhe! Muss ich erst einen Schweigezauber anwenden? Danke, dass du wegen meinen Süßigkeiten bleibst, Albert! Das Zauberspektakel im Meertheater, gekürzt auf einen Abend. Für Vincent beginnen die letzten 5 Monate in diesem Theater. Sodwa spielt noch mindestens 2 Jahre in Harry Potter und das verwunschene Kind.